Tag zusammen, euer Paul hier. Ich nehme euch heute wieder mit. Heute spielen wir mit die neue Superman 22 in Krefeld, Hüls auf der Turnschuhparty. Und das wird, glaube ich, richtig gut. Ich zeige euch mal schnell mein Equipment. Heute spiele ich mit diesem schönen Exemplar. Das ist mein guter alter Fender Precision Bass. Der ist bestückt mit Flat Wounds, also flachen Saiten, schöner, knochiger, knurrender Sound. Das ist ein Arbeitsgerät. Also dieses Ding ist, auf diesen Bass kann man sich verlassen. Den habe ich jetzt seit ungefähr 10 Jahren und habe viel mit dem gespielt. Mit dem habe ich eigentlich fast das ganze Minor Cabinet Album aufgenommen, das zweite, Another Shine of Love. Und mit diesem Bass spiele ich eigentlich fast am meisten. Jetzt zeige ich euch noch meinen Geheimtipp. Hier. Dieses schöne Teil hier. Und zwar, ich sag mal, ich nutze sehr viele analoge Effektgeräte, aber heute mit der Coverband, so eben auf die Schnelle, ist dieses Teil das perfekte Ding. Also hier, Zoom gehört jetzt nicht zu meinen Favorites, aber dieses Teil ist ziemlich cool. Also man kann sich drei verschiedene Effekte einstellen, die man hat, ausschalten kann natürlich hier direkt Schnellzugriff. Ich habe hier meine Patches hier sortiert, dass ich hier, ich glaube für die Superband nutze ich 8 Effekte, 8 verschiedene, die kann ich hier relativ schnell wechseln. Und das klingt gar nicht mehr so verkehrt. Also wenn ihr auf der Suche seid als Bassist für ein Multi-Effekt-Gerät, kann ich dieses hier empfehlen, das Zoom B3. Es ist natürlich jetzt nicht mehr kompatibel mit den letzten Software-Versionen vom Mac. Ich glaube, die wurden ab OS 12 nicht mehr unterstützt. Ich kann das jetzt nicht mehr programmieren, was ich vorher konnte. Das war ziemlich nice. Dann kannst du einfach schnell die Effekte alle so reinziehen. Ich könnte es hier nur noch lediglich hier direkt eingeben. Aber das Ding ist unschlagbar. Man kann aber wirklich schnell, man hat hier eine Groove-Section drin, man hat einen Looper drin, den man schnell aktivieren kann. Und hier ist noch ein Bitcrusher drin, in der neuen Version, in dem B3N, haben sie den Bitcrusher rausgenommen, keine Ahnung wieso. Dazu hat das neue Gerät einige Nachteile, zum Beispiel keinen DI-Ausgang. Und das kann man auch schön mit Batterie betreiben. Also, schnell hin, zack, zack, los geht's. Los zur Turnschuh Party! So, rote Ampel, deswegen ganz schnell aus dem Auto, ey. Heute ist übrigens der 21. Oktober und wir haben 18 Grad draußen, ey. Es ist so schönes Wetter. Irgendwie ist immer Glück. So, jetzt bin ich da auf der Bühne. Und hier habe ich meinen Verstärker. Und heute soll ich irgendwo stehen. Ich suche meinen Platz. Hier ist der Martin. Hallo. Hallo. Spielt heute die Gitarre, die wie Katze klingt. Und hier ist der Julian. Den Rest des Lebens im... Wer ist das? Also meine Fans. Alle vier. Alle vier. Nein, da. Schlagzeug steht schon. Und dann werde ich euch nach und nach mitnehmen. So, heute haben wir angesagt kleines Besteck. Hier für die Töne. Da. Und da. Das war's. Thank you.
wunderschöner Backstage-Bereich und ich wurde umgekleidet. Ich zeig mal kurz die Jungs hier. Jungs, sagt doch schön mal Hallo hier. Sag mal Hallo. Moritz, Martin, so sehen die alle aus. Hallo YouTube. Hallo. Mensch. Aber pass auf, jetzt kommt die große Scheiße. Halt mir mal, hör mal fest. Guck mal, wie scheiße ich aussehe. Mach mal von oben bis unten. Was soll das? Hier. Warum die Kirschen da drauf? Ich möchte auch wieder meine weiße Hose haben, weil der Julian zieht jetzt meine weiße Hose. Zeig mal die Penisspitze. Oh, aber es geht. Wir sind gut und wir machen das gleich ganz schön. So, wir gehen jetzt raus auf die Bühne.
jetzt fertig. Das war geil. Wir, da oben, wir sind fertig und wir alle müde. Angeblich haben wir das mit Leichtigkeit gemacht. Da war der sauer. Dann, ja. Aber der war ja auch immer sauer. Wie ich kurz mal meine Frau anrufen. Ja, ich komme gleich nach Hause, Schatz. Darf ich morgen ausschlafen? Ja. Ja, mach ich. Ja, mach ich. Ja, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. So. Sachen einpacken, gleich geht's nach Hause.